Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Irrtum der Talk. Hallo. Ja, Freitagabend, 22 Uhr, herzlich willkommen zu einem weiteren Irrtum Talk und mit dabei im Gepäck unsere Silke. Hallöchen. Hallöchen, lieber Frankie, ganz lieben Dank für die schöne Vorstellung und heute freue ich mich ganz besonders auf unseren Talk, denn wir erhöhen mal klammheimlich die Frauenquote bei uns und begrüßen zwei weibliche Gäste. Und heute sind hier bei uns Katja und Claudia. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Hallo, nimm Platz. Danke. Danke. Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Danke. Wir wollen heute mal ein bisschen über euch, über eure Rolle, eure Person, aber auch über Irrtum insgesamt mal sprechen. Über den einen oder anderen Drehtag, den ihr bei uns hattet. Und ich hoffe, ihr könnt den Zuschauern da draußen einiges berichten. Ja, denn die Zuschauer möchten euch ja auch gerne kennenlernen. Und fangen wir mal an mit dir, Claudia. Erzähl uns mal ein bisschen was über deine Person. Wer bist du? Wo kommst du her? Also, mein Name ist Claudia, klar, wie schon bekannt. Ich komme aus Reiskirchen, das ist in der Nähe von Gießen, arbeite dort in einer Entsorgerfirma als Assistentin der Geschäftsführung und als Betriebsleitung und bin fast 60. Ja, das ist eigentlich so zu mir. Fantastisch. Katja, und bei dir, wie siehst du aus? Woher kommst du? Ich komme aus Bad Hersfeld und bin seit 2 Monaten in einem neuen Job. Ich bin jetzt Modeberaterin in einem Modehaus, was mir sehr viel Spaß macht. Habe aber eigentlich einen Büroberuf gelernt, wurde mir aber jetzt in der letzten Zeit zu langweilig, muss ich ehrlich sagen, durch den Lockdown und Homeoffice, das war nichts mehr für mich. Ich wollte unter Leute und ja, bin Mama von 2 Töchtern, ja, 46 Jahre alt. Mhm. Und wie alt sind deine Mädels? Die Große ist 20 und die Kleine ist 8. Das heißt, wenn du was Spannendes erleben willst, das ist der Grund, dass du bei Irrtum eingestiegen bist. Ja, auch. Ja. Ihr seid ja im wahren Leben, wie wir gerade gehört haben, nicht vor der Kamera oder nicht immer vor der Kamera, außer vielleicht mal, wenn man mal ein Foto macht. War das für euch eine größere Umstellung, da einfach mal sich jetzt in eine Rolle zu versetzen? Man muss dazu sagen, ihr spielt ja eine eher außergewöhnliche Rolle, die nicht jeder so spielen möchte. Ja, wie kam dir damit zurecht insgesamt? Klar, es war erstmal eine komplette Umstellung. Man hat natürlich schon vor der Kamera im privaten Bereich gestanden, aber jetzt so, was natürlich in die Öffentlichkeit dargestellt wird, dann musste man sich natürlich auch erstmal ein bisschen mit der Rolle identifizieren. Ja, das ist wirklich was ganz, ganz anderes. Ne? Aber ich denke, es hat Spaß gemacht, das war in Ordnung. Wenn man sich auf so eine Rolle einlässt, hat man damit auch keine Probleme. Man weiß ja schon, was auf jemanden zukommt oder was auf mich jetzt zukam. Und von daher ganz entspannt. Hat Spaß gemacht, locker, ein bisschen gefroren hin und wieder, aber sonst war es okay. Bei dir war es genauso? Ja, also ich bin ja ein sehr extrovertierter Mensch und habe kein Problem damit, mich so darzustellen. Und das hat aber, klar, ich kannte das zwar vorher noch nicht, das Gefühl, aber ich habe mich sehr darauf gefreut und es hat mega Spaß gemacht. Man muss dazu sagen, unsere zwei Mädchen, ältere Damen, jüngere Damen, wie auch immer ihr sie sehen wollt, spielen zwei Prostituierte bei Irrtum, deswegen nicht so ganz außergewöhnliche Rolle und haben ihre Rolle doch ganz gut gemacht. Gell? Danke. Also ich so mal zumindest das, was ich schon gesehen habe. Ja. Und ja, wenn es euch da dabei genauso ging, ist es ja umso schöner. Seid ihr zum ersten Mal als Schauspieler vor der Kamera gestanden? Nein. Nein? Ich hatte vor vielen Jahren mit meiner großen Tochter einmal so einen kleinen Auftritt bei Dr. Kleist in Eisenach. Wenn Sie das kennen, das ist eine Doktorserie gewesen. Mhm. Aber das war es dann auch. Und einmal war ich im Fernsehen zu sehen. Kann ich das sagen? Ja. Ja, ich war Gast bei Wer wird Millionär. Hab's aber nicht auf den Stuhl geschafft. Ah, okay. Ja. Aber immerhin. Ja, toll. 2012. Also wunderbar. Ja, war auch eine coole Erfahrung. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Und bei dir, Claudia? Für mich ist es das allererste Mal gewesen. Also klar, Schultheater mal so, aber das war natürlich für mich das allererste Mal,
eine ganz andere Erfahrung. Ne? Und nochmal ganz kurz auf die Rolle zurückzukommen, natürlich macht man sich schon so ein bisschen Gedanken, mit einem gewissen Alter so eine Rolle zu spielen, aber okay, es war in Ordnung. Und ich würde es immer wieder tun. Also liegt natürlich auch viel an dem Team, was dahinter steht und uns auch so locker rüberbringt und macht nur, ist man schon ganz entspannt. Ja, das hat es euch Spaß gemacht, also in der Form, dass ihr sagen würdet, das würdet ihr jederzeit wieder tun? Ja. Ja, also auch in der Rolle entsprechend? Ja. Die Rolle selber war ja schon ein bisschen außergewöhnlich. Ja. Jetzt nicht, ich sag mal, so schlimm. Ja? War ja relativ normal, weil der Film selbst soll ja ab 12 sein. Deswegen hat man sich ja insgesamt auch ein bisschen zurückgehalten. Mhm. Aber insgesamt, sag ich mal, kam dir so ganz gut ja damit zurecht. Also man hat ja schon ein bisschen darauf geachtet, dass es auch alles... Natürlich, doch, muss man schon sagen. Also es wurde schon sehr darauf geachtet, dass da nicht zu viel gezeigt wird. Ne? Und also ich muss sagen, ich persönlich, ich denke, da ging es Katja genauso, haben uns gut aufgehoben gefühlt und von daher alles in Ordnung. Genau, also doch. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal nachfragen. Jetzt haben wir ja an der Location gespielt, die ja schon sehr außergewöhnlich ist. Ja, in Frankfurt, mitten im Rotlicht. Wie habt ihr euch da gefühlt? In der Location war es okay. Nach draußen zu gehen war schon etwas bedrückendes Gefühl halt. Ne? Und ich meine, wir mussten nicht alleine zum Auto laufen, von daher ist alles okay. Ne? Also ich meine, ich habe in Frankfurt mal gewohnt, habe in Frankfurt auch mal gearbeitet, weil ich eigentlich ja aus der Pflege komme. Und ich kenne dieses Milieu und alleine durchgehen würde ich nicht, auf gar keinen Fall. Also so ehrlich muss ich sein. Ne? Mhm. In dem Milieu, nee, was, also ansonsten hier die Drehaufnahmen, die waren in Ordnung, aber alleine durch dieses Viertel laufen, würde ich auch keinem raten, auch keinem Mann heutzutage mehr, glaube ich. Wobei ich allerdings sagen muss, wir hatten ja 3 Drehtage insgesamt im Rotlicht. Wir sind immer, wo wir waren, herzlich aufgenommen worden. Ich habe das Rotlichtmilieu komplett anders da kennengelernt, als man es hier und da hört. Natürlich hat es auch seine schlechten Plätzchen irgendwo, aber mit den Leuten, mit denen wir tatsächlich zu tun hatten, wo wir da auch dann gedreht haben, die drumherum. Also das ist schon, das war schon eine ganz tolle Sache. Die waren alle total super, total nett. Also da habe ich auch gesagt, das ist gar keine Probleme. Nur ich hätte halt wirklich auch ein bisschen Angst, durch dieses ganze, durch die ganzen Straße Richtung Parkhaus nachts alleine zu laufen. Also das ist halt vom Gefühl her. Aber jetzt bin ich auch so ein bisschen neugierig. Wie war das denn bei dir, Katja? Wie kamst du denn zu der Rolle? War die irgendwie ausgeschrieben? Oder hat Frankie dich angerufen und hat gesagt, ich bräuchte jemanden, der eine Prostituierte spielt? Und dann hast du Katja gesagt, jo, passt. Oder wie kam es dazu? Ich habe das in Facebook gelesen. Auf Facebook? Ja, genau. Und habe gedacht, das brauchst du in deiner Vita auch noch. Das ist ja... Das fehlt noch. Okay, und bei dir, Claudia? Ja, also ich kam eigentlich als erstes durch eine Bekannte dazu, die halt sagte, hast du schon mal auf Facebook gelesen? Sag ich, ja, habe ich schon davon gehört. Ne? Und dann sagt es, ja, mach doch einfach mal, frag doch einfach mal nach. Sag, ja, ich weiß ja nicht, so, da werden bestimmt Jüngere gesucht und ich weiß auch gar nicht für was. Und ich muss natürlich auch sagen, dass der Frankie mir am Anfang eine ganz andere Rolle zugeschrieben hatte. Und das hatte sich dann halt im Laufe seines Drehs geändert. Und er fragte mich dann halt, wäre das für dich auch okay? Ich sag, klar, ich besuche es gerne. Wenn er es mir zutraut, dann mache ich das auch. Ne? Und von daher war alles okay. Und wie hast du dich in die Rolle dann eingefühlt? Wie ich mich in diese Rolle eingefühlt habe, eigentlich ging das relativ einfach. Ja? Also ich habe dann schon versucht, ich muss halt sagen, ich hatte durch meinen eigentlichen Beruf auch schon, gerade als ich in Frankfurt im Krankenhaus gearbeitet hatte, auch schon immer mal mit Prostituierten zu tun, die dann halt auch mal ins Krankenhaus kamen und muss halt sagen, ja, das ist eine Rolle und ich bin halt schon von Kind auf, ich kann mich in ganz, ganz viele Rollen begeben. Also meine Mutter sagte schon immer, also heute bist du so, morgen bist du so, so typischer Zwilling wahrscheinlich. Ne? Mhm. Deswegen hatte ich damit gar keine Probleme. Also und bei dir, Katja, da war ich ja bei dem einen Drehtag mit dabei und da hast du dich wirklich im Präsidium wirklich richtig, richtig gut gemacht. Also Respekt. Und wie hast du dich drauf vorbereitet? Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Ja, Chapeau. Ja, ich
wie gesagt, also ich habe auch schon gerne immer geschauspielert und verschiedene Rollen ein bisschen angenommen in meinem Leben, ja. Und ja, habe ich gedacht, das schaffst du schon, das kriege ich schon hin. Also ich habe mich da auch gar nicht irgendwie aufgeregt gefühlt oder dass ich das nicht hinbekomme. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Und durch euer tolles Team, sage ich mal, hat man auch gar keine Ängste gehabt oder dass ich das irgendwie nicht schaffe oder so. Im Gegenteil. Konntet ihr euch irgendwie ein bisschen darauf vorbereiten, dass ihr gesagt habt, ihr übt zu Hause einfach mal, wie man so ein bisschen läuft oder irgendwie oder... Gar nicht. Also ich habe gesagt, entweder läuft es direkt dort oder es läuft gar nicht. Ja, genau. Also einfach so... Es muss frei aus dem Bauch rauskommen, ja, man muss sagen, das und das hast du zu machen und dann funktioniert das oder es funktioniert gar nicht, aber jetzt zu Hause da vom Spiegel rumlaufen und dann muss ich jetzt so, ich sag's jetzt mal, rumragagern oder wieder so laufen. Nee, also ganz einfach hier, wir kommen dahin, warten mal auf Anweisungen und dann wird es schon funktionieren. Ich laufe jeden Tag gerne auf High Heels, ja, also ich liebe diese Schuhe. Ich habe zwar ein paar Outfits anprobiert, aber jetzt direkt geübt habe ich dafür jetzt nicht. Und ist da auch so ein bisschen Persönlichkeit dann in der Rolle auch von dir, wenn du eben die Person spielst, die du da spielen sollst? Ist da auch so ein bisschen, sieht man was, ein bisschen von der Katja? Ja. Und auch von der Claudia? Ja. 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 Okay. Ja, doch. Ja, und wie das Ganze vor der Kamera ausgesehen hat, das gucken wir uns jetzt mal in einem kleinen Clip an. Viel Spaß. Später, okay? Ach komm. Später. Ja, das sah schon sehr vielversprechend aus. Wie hat es euch denn gefallen, was ihr gesehen habt? Okay, super. Ihr seht ja jetzt den Clip zum ersten Mal. Genau. Und freut ihr euch auch schon auf die Premiere, euch dann auf der großen Leinwand zu sehen? Auf jeden Fall. Ja, also nicht nur, dass wir uns sehen, sondern auch die Reaktion von dem Publikum auf den gesamten Film natürlich, nicht nur auf diese Szene. Ne? Da bin ich total gespannt drauf und ich wirklich vom Bauchgefühl her, ich glaube, das wird mega. Also es wird einfach nur bombastisch. Da ist so viel Energie, Liebe, also da ist alles drin, was man nur so einpacken kann in diesem Film. Also da merkt man so Herzblut. Vom Frankie ist da dabei und der kann nur Bombe werden. Also gehe ich fest von aus, also bin ich fest von überzeugt. Das hoffe ich doch. Ja. Wobei die Geschmäcker natürlich verschieden sind, aber insgesamt die Veranstaltung, denke ich, wird schon sehr gut werden. Wir fangen ja mittags schon an um eins, dann können die Leute so langsam eindrudeln, Fotowand, roter Teppich. Dann die Vorstellung, ihr seid dann auch irgendwann auf der Bühne, werdet dann als Prostituierte vorgestellt. Mal schauen, wie die Reaktionen dann aber sind in der Männerwelt. Wir können Entschuldigung nicht, aber wir dürfen im normalen Outfit erscheinen. Ja. Und das Ganze drumherum, denke ich, wird bestimmt ganz, ganz schön werden. Und wenn dann am Schluss der Film vielleicht noch gut ankommt oder die Geschichte verstanden wird, das ist schon mal gut. Gell? Ja, die eine andere Szene haben wir ja jetzt schon mal gesehen. Ja. Aber wenn der Film, wovon wir ausgehen, was wir hoffen, tatsächlich auch in die deutschen Fernsehsendungen, TV-Stationen kommt, macht ihr euch da schon Gedanken, wie das sein wird, wie das Feedback sein wird von Freunden, Bekannten, Familie, Geschäftskolleginnen und Kollegen? Also bei mir gab es nicht nur positive Reaktionen, muss ich dazu sagen. Was mir aber völlig egal ist, weil das ist eine Szene, das ist ein Film, das ist ja nicht mein wahres Leben, was ich da verkörpere oder was ich da zeige. Mhm. Also da gab es auch schon die ein oder andere Person, die sich da ein bisschen negativ geäußert hat. Mhm. Und ich sagte dann eben, ja, das ist meine Sache und vielleicht ist es aber auch ein kleines bisschen Neid, ne? Weil was ich selber gerne hätte und nicht bekomme, das muss ich dem anderen schlecht reden. Ne? Aber ansonsten eigentlich sehr viele positive Reaktionen. Die Kinder? Kinder, was sagen die? Ja, gut, die Kleine weiß natürlich nicht so richtig, was ich da spiele. Ich habe sie versucht zu erklären, ne, was ich da gemacht habe, mit kindlichen Worten. Die fand es aber mega toll, dass die Mama überhaupt in dem Film mitspielt. Ja, und die Große findet es cool. Ja. Mhm.
Also alles gut. Mhm. Bei dir? Ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, also das ist eine Szene, ja. Da, zu dieser Szene wurde ich nicht gezwungen, die habe ich also freiwillig gespielt und von daher mache ich mir auch keine Sorgen, ob da jetzt was Negatives, Positives, also das ist einfach auf mich zukommen. Das ist also eine freie Entscheidung. Seht ihr euch dann auch so ein bisschen in Konkurrenz zueinander, weil ihr beide die gleiche Rolle habt, dass ihr so ein bisschen guckt, wer öfters am Set ist oder wer öfters... Nein. Auf gar keinen Fall. Also ich muss ja sagen, wir haben uns ja erst an dem Set kennengelernt und wir verstehen uns super und haben wirklich Spaß dran, wenn wir mehr solche Szenen gemeinsam drehen können. Ja, also von daher alles super. Jetzt ist das Ganze ja ein Low-Budget-Projekt. Wie viele, so auch ihr, kommt ja am Wochenende kostenlos, also ohne Gage ans Set und spielt damit. Wie kamt ihr damit zurecht? Ist das für euch grundsätzlich okay oder sagt ihr, gut, ein bisschen Geld wäre doch vielleicht schön gewesen? Also du hast es vorher kommuniziert. Du hast es mir sofort klipp und klar gesagt am Telefon, es gibt dafür nichts. Ja? Wenn es dir Spaß macht, freue ich mich, wenn du dabei bist. Also wusste ich doch vorher, auf was ich mich da einlasse. Also ich persönlich muss sagen, Geld kam ich überhaupt nicht, gar kein Gedanke, irgendwie da irgendeinen Cent für zu bekommen. Low Budget heißt Low Budget, ja. Und ich finde es toll, dass man so ein Projekt, was jetzt wirklich schon ein Mundpropaganda hat, das ist ja Wahnsinn, wer da all mit in den Bann gezogen wurde, von ganz klein auf solche Beine zu stellen. Also das, dann ganz, 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 ganz großen Respekt, muss ich sagen. Und dann macht man dann gerne mit. Ich sage, es sind ganz, ganz viele, jetzt mal Promis in Anführungsstrichen, die schon etwas berühmter sind, die werden irgendwann sagen, der Frankie macht einen Film, hallo, darf ich da, hoffentlich bekomme ich eine Rolle. Glaubst du mir? Nein, super. Also ich muss eigentlich dankbar sein, dass ich überhaupt mitspielen durfte und von daher... Ja, eben, so sehe ich das auch. Kein Sinn. Dass wir mitmachen durften, ne? Ohne jegliche Erfahrung. Ja. Du hast ja nicht gewusst, ob wir das hinbekommen oder wie wir vor der Kamera wirken. Ja. Toll, dass wir das machen durften, ja. Tolle Erfahrung. Ja. Und dass es in der Freizeit war, am Wochenende? Und wenn das öfters jetzt der Fall sein sollte, dass ihr öfters gebraucht werdet für den Film? Gar kein Thema. Also wenn man zu so einem Projekt steht und wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Und wenn es irgendwie nur ein Wochenende ist und dann sind es halt irgendwann drei Wochenenden und das sind nochmal vier Abende, dann zieht man da mit. Ja? Damit muss man halt auch rechnen. Ne? Klar gibt es immer mal, vielleicht wirklich wurde gar nicht kannst, aber... Er ist ja auch flexibel. Das sage ich an dem Tag, also, was weiß ich, ist irgendeine eine Feier oder Urlaub, was halt immer ist, was schon geplant wurde. Hier, die Szene kann auch ein anderes Mal gedreht werden. Aber ich entscheide mich für so ein Projekt, stehe hinter diesem Projekt. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss dahinter stehen. Mhm. Ne? Und dann lässt man sich auf sowas an. Wenn Frankie ruft, also jetzt musste, aber okay, machen wir das auch. Mhm. Und auf Facebook hat das Ganze ja durchaus auch schon eine hohe Reichweite. Ja, also das muss man ja schon sagen. Habt ihr da schon selber auch eigene Fans, die dann unter die Posts dann irgendwas schon geschrieben haben oder dass ihr schon mal Kontaktanfragen erhalten habt aufgrund eurer Rolle oder ist es alles noch zu frisch? Ich denke, es ist noch zu frisch. Ja, also ich werde schon angesprochen von Freunden, auch Kollegen, die dann halt auch auf Facebook sind. Was machst du denn da? Ja, das ist ja echt cool, ja. Aber dass man jetzt, du kommst mal, gefällt mir sowas schon, wir da jetzt irgendwelche Kontaktanfragen haben. Spielen ja mittlerweile sehr viele Menschen bei Irrtum mit. Ja. Ihr habt natürlich einen kleinen Teil davon kennengelernt. Wie kamt ihr mit den Darstellern am Set jetzt insgesamt zurecht? Wie kamt ihr mit dem Team oder kommt ihr mit dem Team insgesamt zurecht? Gab es hier und da mal Probleme? Nein. Gar keine Probleme. Also ob das jetzt das Team ist oder die anderen Darsteller, alles locker, freundschaftlich, familiär. Ne? Klar, Frankie hat, ich sag jetzt mal, die Verantwortung, ja, und er muss dann auch oft mal sagen, jetzt aber zack, 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 ja, wenn dann vielleicht so viel bla 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 gemacht wird, so hinter der Bühne, dass er ja sagt, jetzt muss es natürlich auch weitergehen, dafür ist er verantwortlich, aber hier nie ein böses Wort oder laut oder immer familiär, freundlich, immer lustig, immer mal einen Joke gemacht, ne,
wir sind weder verhungert noch verdurstet. Ja, also wurde auch für gesorgt. Von der, was will man mehr? Also alles okay. Wenn wir jetzt mal von eurer Rolle mal abschweifen wollen, was sagt ihr denn insgesamt zu dem Projekt Irrtum? Es waren ja mal 2 Minuten geplant, jetzt haben wir 100 Minuten. Hättet ihr gedacht, dass es mal so groß werden würde? Und ja, wie empfindet ihr das zu dem Ganzen? Also gedacht nicht unbedingt, aber gehofft. Okay. Ja, auf jeden Fall gehofft, ja. Und wie ich schon vorhin erwähnte, das ganz, ganz großen Respekt, dass es überhaupt dann so ein Riesenprojekt wurde, ja, das wirklich hier schon in aller Munde ist. Und mach weiter so, der nächste Film kann kommen hier, du bist noch jung, mach weiter so. Willst du dir selbst auch so ein Projekt zutrauen, Claudia, zu sagen, komplett Regie und Produktionsleitung? Nein. Und also da, so ehrlich muss ich dann schon sein, also das glaube ich nicht. Ne? Also unterstützend immer, aber komplett sowas alleine machen. Nein. Also und bei dir, Katja? Nein, das ist also dann doch zu viel. Ich bin dran, ein Buch zu schreiben über mein Leben und dann schauen wir mal. Dann kann man das ja vielleicht verfilmen. Ja. Genau. Ihr habt ja jetzt zwei, drei Drehtage, du ja drei sogar drei. Mitgemacht. Schaut ihr denn mittlerweile Filme anders, wenn ihr euch jetzt so einen Film im Fernsehen anschaut und das so ein bisschen vergleicht, wie wir das gedreht haben? Ich sag mal, wir haben es ja nicht unbedingt anders gemacht wie große Produktionen, nur mit einfacheren Mitteln, sage ich mal. Aber wenn man da jetzt sieht, okay, Kamera hier, die Einstellung, schaut ihr denn jetzt komplett anders? Ja, das ist so. Ja, es war ja auch hochinteressant. Ich meine, woher will man das vorher wissen, wie oft eine Szene gedreht werden muss? Von welcher Seite? Von oben, von unten, von hinten, von vorne? Ja, also das wusste ich alles gar nicht. Es war wirklich mega interessant, das mal live mitzuerleben. Und wenn ihr jetzt so einen Film schaut, guckt ihr da eher auch mal auf die eine Szene, wie die Person sich bewegt oder ob da vielleicht auch mal ein kleiner Fehler ist? Ja, natürlich auch mit den Gläsern, ne, dass dann in der Szene später das Glas auf einmal wieder voll ist und solche Geschichten. Ja, da gucke ich, ich suche sowieso Fehler bei Filmen und jetzt noch mehr. Ja, man achtet drauf, man achtet mehr drauf, auf jeden Fall. Ja. Ne? Wenn man vorher so einen Film sich angeschaut hat, ob das jetzt meistens ein Krimi dann halt auch, ne? Den hat man sich angeschaut und jetzt guckt man auch so, nicht nur, dass man genau darauf achtet, was passiert in dem Film, man hat auch eher schon so im Kopf, oh Gott, wie oft hat diese Frau oder dieser Mann nochmal und nochmal und nochmal, ging es beim dritten Mal, ging es beim ersten Mal oder musste diese Person jetzt 20 Mal die gleiche Szene drehen, das geht dann schon irgendwie mal so im Kopf vor, also nicht mehr so der Gedanke, so ein Film ist, der ist ja mal so gedreht, also dass da wirklich Arbeit dahinter steht, für alle. Für alle. Also für alle, für die Schauspieler, die Darsteller und natürlich auch für das komplette Team. Und das muss natürlich ein Miteinander sein. Also das ist schon Arbeit, richtig Arbeit. Was nimmst du dir aus dem Projekt Irrtum mit? Also erstmal vielen Dank an das Team. Das ist so genial, wenn die Leute so zusammenhalten. Die kommen aus so vielen verschiedenen Schichten und jung und alt. Und wir haben uns so super verstanden. Und manchmal, gerade auch im Lockdown, habe ich so ein bisschen so gedacht, irgendwie, weiß ich nicht, zerbrechen die Menschen so. Ne? Also diese Freundschaften gehen kaputt. Und da habe ich gedacht, nein, es gibt doch noch Menschen, die zusammenhalten, gemeinsames Projekt starten und auch mal die Zähne zusammenbeißen und zusammenhalten. Und das habe ich so ein bisschen verloren in den ganzen Lockdown. Und da habe ich dann wieder gedacht, nee, das gibt es doch noch. Ja? Schön. Und bei dir, Claudia? Ja, also um auch dir recht zu geben oder dir zuzustimmen, ist mit dem Lockdown, hat natürlich viele, viele Menschen auseinandergebracht und wo natürlich auch gekämpft wurde, dass dieser Film, ich meine, das lag ja auch erstmal brach, du konntest ja auch nicht mehr so drehen wie am Anfang, dadurch hat sich natürlich der ganze Film auch in die Länge gezogen, ja, und trotzdem sind, ich würde mal sagen, alle Darsteller, ich kenne ja nicht alle, trotzdem dabei geblieben, haben gesagt, na, jetzt ist halt Lockdown und naja, wenn der Frenki hier im halben Jahr anruft, dann habe ich da einfach keine Zeit mehr für. Nein, das ist halt dieses Familiäre oder wir meistern dieses Projekt gemeinsam. Wir haben da gemeinsam gestartet und wir beenden es auch gemeinsam. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Für mich persönlich war das natürlich, was ich mir mitnehme, erstens, wie fantastisch sowas überhaupt sein kann, so ein Zusammenhalt. Ja, und auch für mich, jetzt hast du ja schon ein gewisses Alter, eine neue Erfahrung, also man ist nie zu alt für irgendetwas, ja, es kann man immer wieder was Neues machen, ja. Hätte mir das jemand vor 5 Jahren gesagt, klar,
Nee, hätte ich nicht gedacht, ja. Und war dann auch so ein bisschen stolz auf mich, dass ich gesagt habe, ja, ich mache das auch. Und es ist halt eine Szene, die vielleicht eine 20-Jährige viel besser machen könnte. Ja, nein, ich mache es und ich stehe dazu. Und von daher war das für mich auch so ein bisschen, geht doch noch. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ihr zwei beide in den nächsten Folgen auch mit dabei seid, und aber mal in die Zukunft schauen, sagen wir mal nochmal 15, 20 Jahre später, und das Projekt wird dann irgendwann auch mal eventuell zu Ende sein. Was würdet ihr denn am meisten vermissen, wenn das Projekt ihr Tum zu Ende Familie, ist? Familie, in Anführungsstriche. Mhm. Die Filmfamilie, die Crew. Die Filmfamilie, genau. Das, ja? Da zerbricht ja was, ja. Also das denke ich mir, wenn das nicht mehr gegeben ist, ja, das würde schon fehlen. Ja, man wächst zusammen, auch wenn man sich nicht tagtäglich sieht oder tagtäglich hört, aber man spürt doch immer, selbst nach Wochen, Monaten, man trifft aufeinander zu und das ist immer herzlich. Also wir haben es ja gerade draußen gemerkt, als Rebchen kurz rauskam. Ja, genau. Ja. Das ist dieses Herzliche und letztes Mal Frankfurt gesehen, ja. Und das ist einfach das Schöne und das wird natürlich fehlen, ja. Und dann kann man sich nur wünschen, wenn dieses Projekt wirklich mal irgendwann ein Ende hat oder haben wird, dass dieser Zusammenhalt darüber hinaus bestehen wird. Dass man immer noch sagt, komm, wir treffen uns mal, ja, oder machen mal irgendwas zusammen, ja. Weil das wäre ganz, ganz schade, wenn dann jeder so seine Wege geht, ne, und dann war es jetzt. Das wäre schade. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, das sagt ihr schon. Vielleicht als letzte Frage, als Schlusswort, was erwartet ihr euch von der Premiere, von dem Film, von dem ganzen Event? Von der Premiere. Natürlich, dass der Film super gut angenommen wird. Das ist ganz, ganz wichtig, obwohl ich davon ausgehe, das wird er. Ne? Ich wünsche mir natürlich einen schönen Abend mit allen zusammen, ja, und auch, dass man den einen oder anderen auch nochmal aus dem Team ja kennenlernt, weil wie gesagt, wir sind ganz, ganz viele mittlerweile, ja, die aus allen möglichen Städten, Orten, Ländern kommen, ne? Das einfach mal uns alle mal kennenzulernen, das finde ich sehr, sehr schön, ja, finde es auch toll. Bei mir sind es Mädels, die auch auf jeden Fall mitgehen, ja, wie die darauf reagieren, ne? Und ja, einfach Daumen drücken, ganz, ganz viel Erfolg, dem Film wünschen, dir wünschen, dich hochleben lassen auf jeden Fall, das muss man, sollte man, ne? Und einfach einen schönen Abend in der Gesellschaft. Katja auch. Ja, genau. Ich bin auch gespannt auf die anderen, die ich noch nicht so kennenlernen durfte, weil bis jetzt war alles mega. Und weißt du, was ich sehr vermissen werde? Die Szene ist perfekt. Komm, wir machen sie nochmal. Ja, das wird dann im zweiten, dritten, vierten Teil auch sicherlich schon mal zu hören sein. Ja, ja, vielen Dank euch zwei, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt ein bisschen was gesehen, was dann irgendwann im Film vielleicht auch dann zu sehen ist. Und ja, ich freue mich, wenn ich euch oder wenn wir uns dann alle im Juni, am 10. Juni in Bad Nauheim treffen und sehen können. Danke für die Einladung und wir freuen uns natürlich euch dann alle zu sehen. Ja, schön, dass ihr hier wart und ihr habt das richtig toll gemeistert, unsere Talkrunde. Okay. Und ja, dann freuen wir uns gemeinsam auf die Premiere, auf ein Wiedersehen und ja, wir freuen uns auch wieder, wenn Sie das nächste Mal einschalten, wenn es wieder heißt. Irrtum der Talk, Freitagabend, 22 Uhr. Ja, dann kann man das jetzt auch aufpassen.